Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Drei Fragezeichen Orakel am 19. April 2020. Erste Frage ist, was denkt er? Und genau das schauen wir auch an. Zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Dritte Frage ist, was vermittelt er? Dazu kommt eine Tagesbotschaft. Die erste Frage war, was denkt er? Dieses Bild symbolisiert die Schicksal. Dieses Schicksalsrad bewegt sich immer in die Richtung, wo wir hinschauen. Der Einzige, was bremst, das ist unsere Angst. Wenn wir uns von unseren Ängsten befreien, dann geht das alles voran. Die Auge ist hier zugebunden. Man weiß nicht, wie das weitergehen soll, aber er denkt nach. Jetzt dreht sich etwas in sein Schicksal. Der zweite Frage ist, wie fühlt er sich? Diese Karte gibt die Antwort. Dieser Brief zeigt seine Erwartung, dass ihr schreibt. Er möchte mit euch kommunizieren. Dieser Brief kann auch ein Dokument sein und er fühlt, dass durch dieses Dokument verändert sich etwas in sein Leben, zwar schicksalhaft. Hier erscheint die Schlange, das ist eine andere Frau. Dieses Dokument kann auch ein Bescheid sein, wie zum Beispiel Scheidung, falls er noch verheiratet ist. Und die dritte Frage war, was vermittelt er? Das ist die Fröhlichkeit. Vielleicht eine Einladung zum ein Fest oder Freundschaften oder Kontakte zum anderen. Und hier als Tagesenergie ist diese Schlange sichtbar. Das kann eine dritte Person sein, eine Frau, und sie hat noch einen Einfluss auf ihn. Aber das hat mit seiner Vergangenheit was zu tun. Die Schlange symbolisiert auch Transformation und Erneuerungsprozessen. Das Schicksalhaft ändert sich etwas und ihr sollt in dieser Fröhlichkeit bleiben. Und das war mein 3-Fragezeichen-Orakel. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.